So, moin Leute und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch mal wieder ein Tutorial, wie ihr die Thumbnails selber machen könnt. Jetzt habe ich schon immer öfter die Frage bekommen, wie ich meine Thumbnails mache oder wie man die machen kann. Und ich mache das einfach so, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Acadia, ihr gebt ein bei Google das Spiel, was ihr haben wollt. Also das Spiel, was ihr als Projekt habt. Ich nehme jetzt mal Acadia Gothic 4. Ah, verdammt. Da hat er das Installieren gespackt. Da wollte ich auch eigentlich nochmal ein Video zu machen. Mache ich vielleicht auch noch. Da gab es Installationsprobleme, wie man die löst. Das wird auch bald noch als Tutorial kommen. Gut, dass das jetzt kam. So. Ja, das ist jetzt ein ziemliches Scheißbeispiel. Man muss eigentlich einfach nur suchen, bis man das Bild findet, was man haben will. Also wenn man das Cover will, hat man, ja, dann sucht man das Cover, dann gibt man ein Cover. Einfach irgendein Bild zu dem Spiel, was man haben will. Dann ist es, das hier habe ich glaube ich genommen, dann ist es sehr empfehlenswert, das Thumbnail so zu downloaden, wie es ist. Also nicht zu öffnen, dann sich das anzuschauen. Und dann, wenn man bei Google Bilder die, ja, kann man halt bei Google Bilder holen oder Screenshot machen oder was weiß ich. Ja. Dann kann man die halt entweder downloaden oder wie gesagt Screenshot machen, wie ihr es wollt. Zoom und dann Screenshot geht auch. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Den Rest zeige ich euch gleich. Kurze Info: Ich mache die mit Photoscape, ein Programm, was gratis ist, eine Freeware. Den Link werde ich in die Beschreibung packen. So, hier sind wir wieder. Hier habe ich gerade das letzte Bond-Thumbnail selber gemacht. Hier könnt ihr die einfach machen. Das ist der Grund, warum ich empfehlen kann, dass ihr die hier so runterladet und nicht das Bild erst öffnet oder als Screenshot. Und weil dann ist das Bild viel größer. Und am besten ist es wirklich, wenn man in so einem breiter als lang, also auch nicht sowas, sowas ist am besten. Sowas nimmt und das gleich in diesem kleinen Format runterlädt, denn dann ist das so, sonst ist es hier alles und dann kann es sein, dass in dem Bild, wie man es bei YouTube uploadet oder hochlädt, manchmal das dann total spackt und das ganze Bild nicht drin ist, sondern einfach nur ein Ausschnitt. Sieht scheiß aus. Und das wollen wir natürlich nicht und deshalb umgehen wir das. Ja, dann sucht euch das Bild raus. Dann könnt ihr auch noch also bei Photoscape. Einmal hier auf Bildverarbeitung, so mache ich das. Das hier bei Photoscape, wenn wir jetzt ein anderes Bild wählen, erscheint nicht das noch dazu, sondern wird es gewechselt. Mir ist es ziemlich egal, wie man zwei Bilder macht, weil ich mache hier nur die Thumbnails, Foto bearbeitet. Irgendwie anderes kann man auch mit GIMP oder so machen. Und um dieses Bild, wenn ihr da kleine Bilder hinzufügen wollt, würde ich euch das empfehlen, mit Paint zu machen. Das ist fast auf jedem Windows-PC vorinstalliert und bei Mac oder Apple gibt es bestimmt auch da irgendwas, was vorinstalliert ist. Und dann könnt ihr es da einfügen bei Paint und da abspeichern, dann fügt ihr es so ein. So habe ich nämlich mein kleines Bildchen dahin gemacht. Ich will jetzt auch nicht drum rumreden, nur alles muss halt sein. Dann geht ihr auf Objekt, Text, gebt da die Zahl ein, die Schriftgröße, hier noch die Schriftgröße, die Schriftart, könnt ihr auch noch Unterstreichungen und was weiß ich, die Farben, die wechsle ich immer. Und manche finden es auch ganz stylisch, wenn man hier das nimmt und auch noch ein bisschen so dreht, so dass ihr hinfügt. Das kann man so machen, wie man es will. Und ja. Zack. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, ich kann ihr noch ganz kurz zeigen, dann könnt ihr den Ordner hier wählen. Und dann halt einfach alles speichern, die Qualität dann danach noch wählen und so weiter. Ja, und wenn irgendwas nicht geklappt hat oder sonst was, dann könnt ihr gerne in die Kommis schreiben und ich werde euch dann umgehend helfen, beantworten. Okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ciao, Leute. Wenn es geklappt hat oder das Video euch gefallen hat, dann abonniert mich, kommentiert mich, favorisiert mich, gebt mir einen Daumen hoch und so weiter. Würde ich mich sehr freuen. Ciao.